Kannst du Leveraged Buyouts erklären? Also Leveraged Buyouts sind quasi gehebelte Unternehmenskäufe. Das machen Private Equity Unternehmen ziemlich viel. Als Private Equity Fonds suchst du dir ein Unternehmen aus, was du gerne kaufen möchtest. Dieses Unternehmen kaufst du, indem du einen großen Teil des Akquisepreises als Schulden auf das Unternehmen drauflädst. Das heißt, du nimmst nicht die Schulden in deinem Namen auf, sondern packst die Schulden direkt in die Firma, die übernommen werden soll, und diese Firma zahlt dann auch die Zinsen. Üblicherweise ist es bei einem LBO so, dass dann die Firma nach 5 oder 10 Jahren spätestens wieder verkauft wird. Ein prominentes Beispiel ist der Fußballclub Manchester United. Der wurde 2005 für 790 Millionen US-Dollar gekauft und der Kaufpreis wurde überwiegend durch Schulden finanziert, nämlich 660 Millionen, die auf die Bilanz des Fußballvereins gepackt wurden. Einige Jahre später wurde der Fußballverein dann für 2 Milliarden bewertet. Zu diesem Preis wurde er aber nicht verkauft, sondern ist immer noch im Besitz der Investoren. Dank dieser LBO-Strategie mussten die Investoren nur 150 Millionen eigenes Geld in die Hand nehmen, der Rest waren Schulden.